Ich muss mal wieder ein bisschen runterholen hier, die Tatsachen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Senat hat uns ein im Titel vollmundig klingendes Gesetz vorgelegt. Wir haben es auch schon im Ausschuss beraten. Das Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus. Für die offensichtlich große Herausforderung in der Stadt sollen nun drei Gesetze und zwei Verordnungen geändert werden. Das ist mager, zumal die beiden Verordnungen auch vom Senat selbst geändert werden könnten. Das, was nun geändert wird und auch die Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss, taugt für wortreiche Symbolpolitik. Und Herr Otto hat ja wirklich diese einzelnen Punkte noch mal in Zahlen dargelegt. Die grundlegenden Probleme liegen woanders. Auch das ist schon angesprochen worden. Und wenn die SPD-Fraktion, wie im Ausschuss verkündet, noch der Meinung ist, dass ausreichend Personal vorhanden ist, die Fraktion Die Linke erwartet, dass zur Beschleunigung das dringend notwendige Personal eingestellt wird, damit eben notwendige preiswerte Wohnungsbau auch durchgeführt werden kann. Die Stadt braucht nachvollziehbare Abwägungsprozesse, frühzeitige und intensive Beteiligung für mehr Akzeptanz, rechtssichere städtebauliche Verträge zur Absicherung der Leistungen für die Stadt und keine Schluderei. Am Ende wäre das auch auf Kosten nachfolgender Generationen. Ob Waldumbaugenehmigungen, Baumfällgenehmigungen oder die Überplanung von Friedhofsflächen, die Stellungnahmen des Rats der Bürgermeister und eine Anhörung haben ergeben, es bedarf der Änderungen nicht. Sie sind nicht das Problem. Die Stadt benötigt, um zu wachsen, keine Waldflächen, keine Friedhofsflächen und auch keine Kleingärten und sonstige Grünflächen. Die vorhandenen Bauflächen müssen mehr in den Fokus gerückt werden. Meine Damen und Herren, unsere Fraktion wird insbesondere weiter darauf bestehen, dass dort, wo es ökologisch vertretbar ist, zu bauen und gesunde Lebensverhältnisse gesichert bleiben können, auch höhere Baudichten im Flächennutzungsplan ausgewiesen werden. Noch vorhandene Bauflächen wollen wir nicht durch Einfamilienhäuser verschenken. Eingeschossige Discounterbaracken mit großen Stellplatzanlagen haben nichts mit städtischer Struktur gemein. Hier sollte der Senat in Zusammenarbeit mit den Bezirken beschleunigt handeln. Fazit: Der Senat will ein Sorglospaket für Projektentwickler und Investoren. Und dieses Gesetz unterstützt, dass ökologisch wertvolle Flächen freigemacht werden für überteuerten Wohnungsneubau und mit der Freimachung auch Flächen bei gleichzeitig nicht existentem Baugebot mit Grund und Boden in Berlin weiter und noch stärker spekuliert wird. Wenn Sie die Zeitung auch von heute lesen, dann wissen Sie, was ich meine. Die Folgen sind steigende Grundstückspreise, nicht aber die Lösung für das Berliner Wohnungsneubauprogramm. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Plattert.